Die apostolische Sukzession ist zentral für das Papsttum. Betont wird dabei, dass die Tradition der römischen Christengemeinde auf Petrus und Paulus zurückgeht. Es sind nicht alle frühen römischen Bischöfe bruchlose Nachfolger der beiden, sondern es wird das Apostolische betont und der Begriff Kathedra für Lehrtradition. Ab 250 verknüpfte sich der Kathedra-Begriff zunehmend mit Petrus, vor allem aus nichtrömischer Sicht. Nach den Christenverfolgungen wird Kaiser Konstantin für den Aufstieg des Christentums entscheidend. Er handelt allerdings aus politischem Kalkül, denn er wollte diese mittlerweile große Glaubensgemeinschaft als Baustein für seine Reichseinheitsidee nutzen. Unfreiwillig brachte er dabei den Papst in führende Position. Die Schaffung Konstantinopels als neues Rom brachte einen Niedergang der alten Hauptstadt und ihres politischen Einflusses. In dieses Machtvakuum konnte der Papst hineinwachsen. Allerdings war er nicht unabhängig vom Kaiser, vielmehr blieb er von großzügigen Schenkungen des Imperators und der kaiserlichen Familie abhängig. Neben Privilegien waren Abgaben, Befreiungen und die rechtliche Sonderstellung des Klerus von besonderer Bedeutung. Konstantin wollte eine einheitliche, stabile Kirche und griff auch in sie ein. Ein erstes Zeichen war bereits das Konzil von Arles 314. Niemand wagte es ernsthaft, Konstantin zu widersprechen. Der Papst seiner Zeit war Silvester I., dessen Gedenktag sein Todestag am 31. Dezember ist. Der damals neue römische Bischof nahm in Arles gar nicht teil, da er seinem Amtsverständnis widersprach, an einer Synode teilzunehmen, die er nicht einmal selbst einberufen hatte. Offiziell verkündete er, er könne Rom nicht verlassen, wo die Apostel tätig waren und durch ihr Blut Zeugnis abgelegt wurde. Auch in Nicäa 325 ließ er sich vertreten.